Aber ich kann nur sagen, langfristig gesehen hat Carrier genau das Richtige gemacht. Die haben etwas gekauft, was nicht ein anderer nicht mehr kriegen kann. So, und diese Absprafferei im Börsenkurs desjenigen, der eine mutige Langfriststrategie eingeht, das ist eine große Chance für uns Privataktionäre, weil so handeln kurzfristig nur die institutionellen Investoren. Wir Privatinvestoren können gegen den Trend gehen. Und da muss man nur in Ruhe mal zuwarten, bis die sich da so alle ausgekotzt haben, die Großen. Und wie auch immer.